is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Volk wird befreit. So aber spricht der Herr: Dann sollen die Gefangenen den Starken weggenommen werden, und der Raub soll den Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Sobald der Schutz menschlicher Gesetzgebung denen entzogen wird, die das Gesetz Gottes ehren, werden in verschiedenen Ländern gleichzeitig Schritte unternommen, um sie zu töten. Da sich der im Erlass festgelegte Zeitpunkt nähert, werden sich die Leute miteinander verschwören, um die verhasste Sekte auszurotten. Es wird beschlossen werden, in einer Nacht den entscheidenden Schlag zu führen, um Gegenstimmen und Tadel ganz zum Schweigen zu bringen. Das Volk Gottes. Einige sind in Gefängniszellen, andere an einsamen Schlupfwinkeln, in Wäldern und Bergen versteckt. Betet immer noch um den Schutz Gottes, während in allen Bezirken Gruppen bewaffneter Männer von Scharen böser Engel angetrieben sich auf das Todeswerk vorbereiten. Jetzt, in der Stunde der äußersten Not, wird der Gott Israels dazwischen treten, um seine Auserwählten zu retten. Mit Siegesrufen, großem Geschrei und Flüchen sind ganze Banden böser Menschen dabei, über ihre Opfer herzufallen. Doch da fällt plötzlich eine Finsternis, dunkler als die Nacht, über das Land. Dann zeigt sich plötzlich ein Regenbogen, erleuchtet mit der Strahlkraft, die vom Thron Gottes ausgeht, und umspannt den Himmel. Er scheint jede Gruppe von Betern zu umschließen. Der wütende Mob hält plötzlich ein. Ihre spöttischen Rufe ersterben. Die Gegenstände ihrer mörderischen Wut sind vergessen. Mit schlimmen Ahnungen starren sie auf Gottes Bundessymbol und wünschen sehnlichst, von dieser überwältigenden Helle abgeschirmt zu sein. Das Volk Gottes hört eine Stimme, die klar und melodisch sagt: Schaut auf. Und indem sie ihre Augen zum Himmel erheben, sehen sie den Bogen der Verheißung. Die schwarzen, bösen Wolken, die den Sternenhimmel bedeckten, teilen sich. Wie Stephanus blicken sie direkt in den Himmel und schauen die Herrlichkeit Gottes und den Menschensohn, der auf seinem Thron sitzt. Während die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt ist, wird es in jeder Wohnstadt der Heiligen hell sein. Sie werden den ersten Lichtstrahl seiner Wiederkunft erhaschen. The Lord is coming. Are you ready?